when tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found the hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along. I got all I need when I get you and I. Das war fantastisch. Sehr, 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 sehr schön. Wie heißt du denn? Wie alt bist du? Ich bin 4 und ich bin 11 Jahre alt. 4? Das ist unglaublich, dass hier alle Kids hinkommen und müssen ihren Text auswendig lernen. Und du musst es quasi doppelt auswendig lernen und doppelt performen. Das habe ich noch nie hier bei The Voice Kids gesehen. Also du bist wirklich ein Ausnahmetalent, dass du das gleichzeitig hinbekommst und dabei noch auf dein Gefühl achtest und hier so eine tolle Performance machst. Eine Standing Ovation. Das ganze Publikum hat es gefeiert. Also vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Auftritt. Wahnsinn. Danke. Ich kann noch nicht reden. Okay, dann machen wir das mal. War das Gebärdensprache? Ja, es war American Sign Language. Das Gleiche eigentlich nur auf Englisch. Wieso kannst du das? Oder wieso hast du das gemacht? Meine Schwester kann, also sie spricht nicht. Und deswegen wollte ich mal Gebärdensprache lernen. Habe dann irgendwie angefangen, Songs damit zu singen. Ja. Super Idee. Das ist so, so schön, was du gemacht hast. Ich kenne nämlich eine Künstlerin, sehr gute Freundin von mir. Immer wenn sie singt auf der Bühne, hat sie jemanden dabei, der in Gebärdensprache alles nochmal singt sozusagen, in der anderen Sprache. Und ich finde das so wichtig, weil es gibt ja so viele Emotionen, die transportiert werden. Und Musik ist ja so schön für uns, die Leute, die das hören können. Und es gibt ja auch für Menschen, die nicht hören, ja auch andere Wege, es zu spüren, nämlich durch Frequenzen, durch Vibration und dann natürlich auch durch die Sprache, die du heute präsentiert hast. Deswegen finde ich es mega, dass du das heute gezeigt hast auf dieser The Voice Bühne. Mega gut. Danke. Okay, Lena, geht's wieder? Also Fia, ich fand das richtig schön, was du gemacht hast. Du hast ganz, ganz toll gesungen, deswegen habe ich mich ja auch umgedreht. Und als ich dich dann gesehen habe, ich weiß gar nicht so genau, warum ich die ganze Zeit weine und warum ich nicht aufhören kann, aber das hat mich richtig dolle berührt und du hast so eine tolle Ausstrahlung und du bist so ein besonderes Mädchen und ich bin ganz froh, dass du hier auf der Bühne stehst und für uns gesungen hast und The Voice ist wichtig, aber es ist auch wichtig, was für eine Persönlichkeit man hat. Und du hast anscheinend eine ganz tolle und große Persönlichkeit. Du hast eine ganz tolle Aura und danke, dass du hier bist heute. Vielen Dank. Ich wollte mal sagen, dass ich es einfach so schön finde, dass du so ein Familienmensch bist und dass dir das wichtig ist, dass du deine Schwester quasi
für sie auch mit auf dieser Bühne singst. Also ich habe auch eine kleine Schwester, für die ich alles machen würde. Das ist also wirklich unfassbar fantastisch. Und das mit 11 Jahren, dass dir das schon so wichtig ist und du daran denkst, das ist unfassbar erwachsen. Bei uns kann man, das heißt feiern bis zum Morgengrauen. Fia, magst du deine Geschichten? Findest du Geschichten schön? Ja. Ja? Willst du dich denn hier mal hinsetzen? Auf meinem The Voice Stuhl. Ich würde dir nämlich gleich was erzählen wollen. Also schau mal, es gibt, ich würde für dich vielleicht für den Moment ein starkes Licht haben, so ein bisschen mysteriös. Wäre super für mich. Fantastisch, vielen Dank. Wenn ich Geschichten erzähle, es ist so, ich mache es nicht so oft, aber dann, wenn ich das mache, dann, oh. Wenn ich Geschichten erzähle auf irgendwie, okay, komisch, wenn ich das Buch aufmache, dann rede ich mit Akzent auf Spanisch. Willst du probieren? Ich rede die ganze Zeit und du kannst auf und zu machen. Mal gucken, was passiert. Ja, zum Beispiel habe ich heute Morgen, oh Gott. Okay, genau, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Kleine Fia ist 11 Jahre alt. Wir sind gerade in dem Jahr 1811. Und Fia ist auf der Reise in ein schönes Land. Auf dem Weg gibt es viele Personen, die ihr Weg schwierig machen wollen. Zum Beispiel Vincenzo. Vincenzo von Schwert. Mit einem Schwert, um Leute die Stimme wegzunehmen. Zum Glück konnte Fia sehr schnell sein und weggehen von Vincenzo. Hat gesagt, puh, das war ganz knapp. Dann gab es eine andere Person. Diese Person war eine Hexe. Eine Hexe aus dem Land Lenalia. Lenalia hatte einmal ganz Prinzessin gewesen. Und irgendwann hat sie gesungen. Und es war nicht so gut. Und dann wurde sie zu einer Hexe. Seitdem will Lenalia immer versucht, im Wald Kinder zu nehmen und Stimme wegzunehmen. Voll schrecklich. Doch ein Gegner, ein ganz großer Gegner, der schwierigste Endboss. Endboss hatte 2 Köpfe. Ein großes Dragon von der Kassel. Fia ist ein bisschen eingeschüchtert. Natürlich, wenn du einen Drache siehst, so groß wie das, denkst du, oh mein Gott, ist groß. Und vor allem denkst, ein bisschen fett, ne? Viel gegessen, weiß ich nicht. Aber gut, Fia hat auf einmal versucht, über die 2 Köpfe, und dann geschafft. Und dann hat Fia geschafft, herauszukommen. Und innen drin gab es einen Ritter. Ein Ritter, der geholfen hat und der Voice Kids Pokal für ein sehr spezielles Mädchen aufbewahrt hat. Und dieser Ritter hieß Álvaro Soler. Fantastische Fia. Die fantastische Fia gewinnt den Pokal in Team Álvaro natürlich. Ein riesen Applaus an Fia. So, und jetzt musst du natürlich, du musst natürlich das Buch zumachen, sonst kann ich zurück. Jetzt kann ich wieder reden. Okay, gut. So, das war meine Geschichte, liebe Fia. Du kannst jetzt wieder hochgehen. Und kannst Lena raussuchen. Und kannst das richtige Team dir aussuchen. Es gibt nur einen Álvaro Soler. Fia, war das gut? Ja. Ja. Finde ich auch. Yes. Und hat sich das umentschieden in deiner Entscheidung, die du schon vorher hattest? Ich wollte noch ein bisschen überlegen. Okay. Du wolltest was überlegen, ja. Ich nehme Lena. Oh Gott. Nein!
Dir leider ganz gut.